Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und eine Sache konnten wir uns ja fast gar nicht vorstellen. Wir haben ja eine neue Serie gestartet. Und zwar gehen wir jetzt immer dekadenweise Rennsportmeister durch, die wir hier in Deutschland hatten. Und Rainer hat das ganz, ganz toll zusammengearbeitet. Letzte Folge haben wir mit den 60er Jahren begonnen und haben gesagt, naja, mal gucken, ob das den Leuten gefällt und mal gucken, ob wir das weitermachen. Und eure Reaktionen waren wirklich so überragend, dass wir natürlich weitermachen. Vielen Dank erstmal für eure netten Kommentare, für eure netten Mails und für das dafür, dass ihr das alles angeschaut habt. Und ja, ich würde sagen, wir legen gleich los, denn Rainer ist auch schon in der Leitung. Rainer, bist du da? Ja, guten Morgen. Hello, Alaaf aus Köln. Heute ist Weiberfasnacht, mein Lieber. Das ist unser Aufnahmetag heute. Und du darfst ja hier heute nicht auf die Straße gehen, sonst wirst du sofort von den wilden Bibern einkassiert und durch die Mangel gedreht. Verlass dich drauf. Sei froh, ja, dass du in Hamburg bist und nicht hier im Rhein-Sieg-Kreis, in Köln oder sonst wo im Rheinland. Also wer damit nichts zu tun haben will, der bleibt zu Hause und macht das wie ich und setzt so einen Hut auf und bindet sich eine Fliege um und macht einmal diesen hier, dann hat er es hinter sich und ansonsten gehen wir wieder zur Tagesordnung über. Rainer, ich komme mir direkt ein bisschen langweilig vor in meinem Outfit heute. Mensch, lauf dir den ganzen Tag jetzt so rum und hast du dir extra was angezogen für die Aufnahme? Oder ich habe mir gedacht, ich wollte dir eine Freude machen und unseren Zuschauern. Und wenn schon der Aufnahmetag auf Weiberfasnacht fällt und der Braun an sich mit Karneval eigentlich gar nichts zu tun hat, so muss man doch ein bisschen was im Archiv im Hause haben, im Fundus. Ja. Für den Fall der Fälle, so wie heute, und dann zieht man das schnell an. Aber wir wollen doch wieder zur Seriosität zurückkehren und deswegen ziehen wir es auch jetzt ganz schnell aus. Und jetzt ist die Frisur beim Teufel, aber da kann ich auch nichts dran machen. So. Aber die Brille sieht immer noch gut aus. Das ist geil, gell? Also die Fliege lasse ich an, ausnahmsweise. Ja, die ziehe ich jetzt nicht mehr aus. Sieht ein bisschen auf wie Karl Dall damals. Ja, bitte, ja, vielen Dank. Warst du? Aber ja, du sagst, du bist... Hör mal, das Plötschauge habe ich auch von Karl Dahl inzwischen. Ne? Ja. Also, da bin ich schon in der Nähe bei ihm. Ne? Das stimmt so ein bisschen, ja. Sag mal, bist du ein Karnevalsgänger? Nein, ich bin kein Karnevalsgänger. Auch deine Frau ich nicht? Ich bin arisch. Ja. So, jetzt pass auf, jetzt muss ich erstmal die Haare wieder richten. Ja. Sieht das einigermaßen aus oder muss ich mich kämmen gehen? Nein, du siehst fantastisch aus, Rainer. Okay. Oder ein bisschen Gel noch rein oder geht das so? Machst du Gel in die Haare? Natürlich. Ja, guck mal. Aber es ist jetzt alles ein Durcheinander wegen dem blöden Hut da, ne? Nein, es sieht fantastisch aus. Gut. Ist also perfekt ausgeleuchtet, wie immer. Können wir loslegen. Können wir jetzt die Abteilung Karneval beenden? Wir beenden die Abteilung Karneval und gehen mal kurz zum Zeitschriftenkiosk über, denn wir sind in der Zeitung drin. Hast du das gesehen? Wir sind in der aktuellen Octane. Schau mal hier. Das ist für dieses Magazin arbeitet mein alter Redaktionskollege Thomas Imhoff unter anderem. Richtig, guck mal, und der hat uns geschrieben. Hat er das gemacht? Das hat er gemacht, genau. Schöne Grüße. Und zwar haben wir eine Rubrik, die ich ganz interessant finde, 10 Gegenstände, auf die man nicht verzichten möchte. Und da haben sie mich gefragt, der Thomas Imhoff. Und da habe ich noch ein paar Sachen angegeben, unter anderem eine Werkzeugkiste, die ich von Herbert Schnitzer bekommen habe. Kann man das hier sehen? Na egal, kauft einfach die Octane. Aber sie schreiben auch sehr nett, dass wir ganz viele Videos zusammen machen. Über 80 Zoom-Talks haben wir schon gemacht. Und das Neueste ist zum Tod von Erich Zarkowski, schreiben sie. Also ein ganz aktueller Artikel in der aktuellen Octane. Vielen Dank, Thomas Imhoff. Ja, danke, Thomas. Hat uns sehr gefreut. Gut gemacht, vielen Dank. Werbung im Alter können wir auch brauchen, gell? Das können wir gebrauchen, auf jeden Fall. Und wo ich gerade sage, Erich Zarkowski. Mensch, ein großer Ziehsohn von Erich Zarkowski ist ja auch ein guter Freund von uns beiden, Hans Heyer. Ja. Und wir haben ja ein Video aufgenommen, ich weiß nicht, war es kurz vor oder kurz nach Weihnachten, da haben wir unsere Weihnachtsgeschenke von Hans Heyer verglichen. So ist es. Richtig. Und du hast was bekommen, was mir vorenthalten wurde. Ich habe einen Zollstock bekommen und einen Stift und noch so ein paar Sachen irgendwie. Und du hast noch Kabel bekommen. Und da war ich ein bisschen elektronische neidisch. Bauteile habe ich bekommen. Elektronische Bauteile nennt sich das in der Fachsprache. Und da war ich ein bisschen neidisch drauf. Und das scheint der Hans Heyer gesehen zu haben. Und er hat ein großes Paket geschickt. Und was ich toll finde, ein Hans Heyer schreibt natürlich keine Absenderadresse aufs Paket, sondern er schreibt Heyer Wegberg. Also, so ist recht, aber hör mal, so ein großes Paket habe ich nicht bekommen. Richtig, ja? Richtig. Ja. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was er denn, guck mal, hier hat sogar noch dazu geschrieben.
Boah. Und das finde ich auch gut. Der schreibt E-Mails und druckt sie dann aus und legt sie bei. Also, das ist auch nicht schlecht. Da habe ich kein Mailprogramm. Also, hallo Carsten, ich hoffe, du bist fit und gesund. So, also er freut sich immer, dass wir unsere Videos machen. Und hat er geschrieben, jetzt zu einem sehr ernsten Problem, Weihnachtsgeschenke. Ich mache das jedes Jahr mit irgendwelchen fast unnötigen Sachen, aber es soll ja eine kleine Geste sein. Jedes Jahr sagt meine Jugend, höre auf mit den Zollstöcken, Mauerstiften und so weiter. Alle können inzwischen einen Laden damit aufmachen. Ich antworte darauf immer, das ist mir völlig egal, Zollstöcke und immer weg mit mir, muss man schon einfach vielleicht hoffentlich noch lange leben. Okay. So, herrlich. Es gab aber eine Reklamation, da hat er mich gesehen, zum Beispiel Kabelstecker. Und deshalb, ich schicke dir noch einige übrig gebliebene Sachen, die du mit dem Rainer aber bitte gerecht aufteilen solltest. Jetzt kriegst du schon wieder was davon ab. Natürlich auch, damit du etwas zu tun hast. So. Also viel Spaß mit dem Senden. Viele Grüße auch an dich von unserem Hans. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was er alles geschickt hat. Pass auf. Also, ich habe Kalender bekommen. Habe ich auch. Gut, ja, weiter. Ein ganz tollen Stift. Habe ich auch. Achso. Weiter. Haben wir mehr? Bisher brauchst du nichts teilen mit mir. Dann haben wir einen Zollstock. Habe ich auch. Hast du auch. Und dann, das hast du ja weiter verschenkt, ein Quartett. Ja, das habe ich schon weiter verschenkt. Das hatte ich letztes Mal nicht bekommen, im Nikolaustag. Dann haben wir noch mehr Stifte. Und dann haben wir hier was, das ist Currency Detect, eine Juwelenlupe. Das muss ich aber schnell wegschicken. Nicht, dass meine Frau das in die Finger bekommt und bemerkt, dass ich hier immer irgendwelche Katzenbeutel anstecke zu Weihnachten. Also, hey, habe ich auch. Das hast du auch. Dann haben wir hier noch, das ist, glaube ich, ein USB-Stick. Und das ist ein elektronisches Bauteil, ein sogenanntes elektronisches Bauteil. Ich weiß aber nicht genau, was man damit macht. Da ist es. Kannst du aufmachen, da kommt alles Mögliche dir entgegengefallen. Das ist toll. Das war es auch schon. Und dann haben wir das Gleiche nochmal doppelt. Und weißt du was, wenn du sagst, du hast das alles schon, dann würde ich sagen, machen wir ein Paket für einen Hörer fertig, oder? So ist es. Verlosen wir einmal. Also ich habe das alles, ich brauche das nicht nochmal doppelt. Hans möge mir verzeihen, dass ich das jetzt im Moment mal nicht mehr haben will. Und wer möchte nicht bitte einen Zollstock von Haier haben, oder? Ja, hör mal, da würden ja Fans Vermögen dafür bezahlen. Also, liebe Fans, wir machen, und lieber Hans, wir machen ein Hörerpaket fertig. Ich lege noch ein paar alte Schuleaufkleber drauf und dann würde ich sagen, verlosen wir das. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was wir für eine Frage stellen. Haben wir eine Idee? Nee, wir müssen. Ja, doch, ich habe eine Idee. Ich stelle eine Frage. Ich frage nämlich, wer war deutscher Tourenwagenmeister 1966? Das ist eine sehr gute Frage. Und man möge ein Video von uns sehen, denn es wird schon bei uns in unseren Videos genannt. Richtig. Und dann kann man das hier einfach drunter kommentieren und das Video und das Los entscheidet und irgendeinem schreibe ich dann drunter, Achtung, schreib mir einfach eine Mail und du hast gewonnen. Okay, so machen wir das. So machen wir es, ja. Ich packe das hier wieder weg. Und wenn da mehrere richtige Einsendungen eingehen, was ich befürchte, dann musst du da losziehen, ne? Nein, natürlich. Du bist dann der Zeremonienmeister, ich habe damit nichts mehr zu tun. Machen wir ganz gerecht, der Rechtsweg ist allerdings ausgeschlossen, das sage ich schon mal gleich. Du kannst natürlich auch sagen, wer sich zuerst meldet hat, gewonnen. Das können wir auch machen, aber dann müssen die Leute früh aufstehen. Gut, Rainer, jetzt müssen wir arbeiten. Ja, also ich bin bereit. Heute gehen wir in die 70er und ich finde, du siehst mit der Krawatte, mit der Fliege siehst du direkt so ein bisschen nach 70s aus. Nach wem? Nach 70ern. Wir gehen doch heute in die 70er Jahre. Wunderbar. Ich könnte also das Teil jeden Tag anziehen. Gell? Ich liebe es über alles. Aber es kommt immer nur zu besonderen Anlässen zum Einsatz, wie zu Karneval, Silvester und zu bestimmten Einladungen, wo Jokus gefragt ist. Mal gucken, wann ich die nochmal live mit so einem Ding sehe. Also ich kann mich erinnern, große Teile dieses Bestandes gehören A zum Oktoberfest und B aber auch zu einer Party von Willi Kausen, der mal eingeladen hat zum Geburtstag seiner Frau. Und es war die Begleitungsordnung die, dass man da in allen möglichen Varianten zu erscheinen habe, als Beduine, als Wüstensohn, als Maharaja und was weiß ich. Und daher stammt der ganze Krempel noch. Jeder fragt sich, als was du gegangen bist. diese Maharaja-Nummer hier, die hatte ich ja zuerst auf dem Kopf. Ne? Das stimmt, ja. Die hatte ich beim Willi an zum Geburtstag seiner Frau. Okay. Ja, wie gesagt, also man muss für alle Fälle gerüstet sein. Absolut. Und jetzt auch gerüstet für die Jahre 1971 bis 80 in Sachen deutsche Tourenwagenmeister und auch sonstige, aber natürlich nicht jede einzelne Rundstreckenmeisterschaft. Wir wollen das schon ein bisschen begrenzen auf die wichtigsten, sonst wären wir hier nämlich nie fertig. Denn da gab es eine Menge noch Untermeisterschaften und dies und das und jenes. Und bei der Gelegenheit
gleich noch ein Fauxpas, den ich mir geleistet habe, nämlich ich habe einen vergessen. Und zwar, das hätte nicht passieren dürfen, 1963 gab es eine Ex-Equo-Meisterschaft. Das heißt, es gab zwei Meister in einer Kategorie, nämlich zwei deutsche Tourenwagenmeister. Einmal der Peter Nöcker mit dem Jaguar und zum anderen, und den habe ich eben vergessen und der hat punktgleich abgeschlossen. Damals gab es bei der ONS noch keine Möglichkeit und keine Regelung, das mit irgendwelchen anderen Kriterien zu entzerren. Also zwei Meister in einer Kategorie. Der zweite heißt auch noch wie ich. Das musst du dir mal vorstellen. Und den hast du vergessen. Aber bin mit ihm nicht verwandt, aber ich war mit ihm gut befreundet. Das kommt doch erschwerend hinzu, hätte ich nie vergessen dürfen. Ist nämlich ein alter Kumpel aus Wiesbaden. Das ist der Hans Braun, der eine Alfa Giulia fuhr, eine 1600er. Der gehörte zu unserem Wiesbadener Rennzirkel. Das auch noch. Wiesbaden war ja in den 60er, 70er Jahren eine große Rennstadt mit zwei großen Clubs, mit Rallye Wiesbaden, mit vielen, vielen Volkswagen-Racern in jungen Jahren. Und auch der Hans Braun gehörte dazu. Der hatte auch noch nebenher so einen VW Okasa, nicht Okrasa, sondern Casa hieß der, oder Okrasa, ich weiß jetzt selbst nicht mehr. Jedenfalls bei Oettinger in Friedrichsdorf gemacht. Nee, Okrasa ist, glaube ich, irgendwas von beiden ist ein Potenzmittel und das andere ist eben der gute Motor. Ich weiß jetzt nicht, ob Okrasa oder Okasa. Ich glaube, Okasa ist das. Also wenn ihr in die Apotheke geht und ihr geht mit dem VW nach Hause, habt ihr das Falsche gesagt. Aber die Hörer und die Zuschauer werden uns das schon sagen, was ist Okrasa oder Okasa. Egal. Ja. Jedenfalls, der gute Kollege Hans Braun wurde mit einer Alfa Giulia 1600, deutscher Meister mit dem Nöcker zusammen, und der hatte eine Schnapsbrennerei in Wiesbaden, der Mainzer Straße. In dessen Hof haben wir immer Slalom geübt. So, das nur nebenbei. Jetzt haben wir das auch erledigt und alle sind zufrieden. Und die sich beklagt haben bei mir, die mögen jetzt auch wieder bester Laune in den Tag gehen. Ja, das sind sie ja eh allein schon durch einen Karneval. Übrigens, wir haben ja natürlich auch schon mal ein tolles Video, auf das ich gerne hinweisen möchte, gemacht zu deiner Wiesbadener Zeit. Da kann man also nochmal nachsehen, was du da so alles veranstaltet hast. Da kommt der Hans Braun auch drin vor. Ja? Richtig, genau. Gut. Also. Nun aber zu unseren Meistern der Jahre 71 bis 80. Ja. Übrigens nochmal ganz lieben Dank an alle, die geschrieben haben und die Fortsetzung wünschen, was wir natürlich machen. Ich wollte ja auch die dritte Folge zusammenfassen, übrigens von 1980 bis 2000, aber das funktioniert leider nicht. Da hätten wir nämlich 100 Bilder, das ist ein bisschen zu viel. Deswegen müssen wir es doch entzerren und machen eine Folge 3 von 80 bis 90 und machen eine Folge 4 von 90 bis 2000 und dann wird aber auch gut sein. Den Rest wird wohl jeder selbst sich erkunden können. Das machen wir und dann habe ich einen neuen Wunsch bekommen. Da hat sogar ein Hörer angerufen und da können wir auch nochmal drüber reden. Die V8 Star-Serie. Da kriegen wir also öfter mal Mails zu, oder? Ja, können wir auch was machen drüber. Da machen wir nochmal was zu. So, machen wir was drüber, irgendwann im Laufe des Jahres, gell? Jawohl, machen wir. Okay. Gut, wir sind angekommen im Jahr 1971. Und haben einen deutschen Rundstreckenmeister namens Jochen Maas. Hier haben wir das Foto dazu. Jung, unternehmungsfreudig, schnell und Mädchenschwarm um diese Zeit. Absolut, ja, das stimmt. Ja, und er lebte damals noch in Köln. Und er bekam von Jochen Nerpasch, der sein großer Förderer und Ziehvater ist in jungen Jahren, einen Capri RS. Und zwar die Erstversion davon. Das war also wirklich so die erste Variante des Capri RS noch in seiner Frühzeit. Und man hat gesagt, Jochen, du fährst deutsche Rundstreckenmeisterschaft, bist in der großen Klasse, hast einen Camaro mal als Gegner, mal einen BMW CS, das packst du schon. Und in der Tat, er hat fast alle Rennen gewonnen, wurde ziemlich souverän und locker deutscher Tourenwagenmeister. Und hier ist sein Auto, das ist das Original von 1971, das ist das Werksauto. Der Jochen Nerpasch hat für den Jochen wirklich wahnsinnig viel getan um diese Zeit, hat ihn auch in die Formel 3 gehievt und einiges für ihn geglättet, damit das da wirklich weiterging. Und das gehört auch dazu, diese Förderung mit diesem Capri RS. Wir sehen Hockenheim, das dürfte, ja, es ist Hockenheim, keine Frage. Ich sehe das schon an dem Pfosten da hinten, den Pfeilern der Tribüne. Das ist unser deutscher Meister im Tourenwagensport 1971. Was aus ihm geworden ist, wissen wir alle. Ja. Inzwischen ist er auch schon im Rentenalter und guckt sich die Welt aus den französischen Alpen. Er wohnt nämlich da irgendwo hin. Apropos, da sehe ich ihn am Wochenende. Du fährst ihn besuchen? Ich fahre zur Histomonte. Von dem Peter Göbel. Der macht doch immer die Histomonte und der Walter Röhrl fährt da mit. Der fährt einen historischen Audi aus dem Museum, einen S1. Und da kommt der Jochen Maas auch vorbei. Und da haben wir uns gefragt, was denn Jochen Maas eigentlich mit Rallye zu tun hat. Und weißt du, was der mit Rallye zu tun hat? Natürlich weißt du es.
Nee. Der ist die Paris-Dakar mitgefahren. Das ist richtig, ja. Richtig, das ist richtig. Genau. Also das aber so eine richtige klassische Rallye, wie wir sie kennen, in Deutschland hat er nie gefahren. Das hat er nicht gemacht. Der Jux-Rallye in Köln mit meinem alten Kumpel Jürgen Kinkel. Ja, genau. Also ich moderiere da so ein bisschen und ich habe den Walter Röll und den Jochen Maas auf der Bühne und dann können wir mal gucken, was die beiden zur Rallye Paris-Dakar zu erzählen haben. Der Walter Röll hat ja immer keine Lust dazu gehabt. Das kann ich mir auch vorstellen. Er hat auch nie Lust, bei der Safari zu fahren. In dem Moment, wo es da irgendwo abseits geht, dann gefällt es ihm nicht mehr so. Richtig, genau. Na gut. So, sag dem Jochen liebe Grüße von mir. Gell? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten eine tolle Kölner Zeit. Er hat ja lange in Köln gewohnt. Ja. Und das ist etwas, was du nicht vergisst. Ja. Ich weiß. Gut, nächster Fall. Hier haben wir jetzt auch noch aus dem Jahr 1971 den Sieger der deutschen Rennsport-Trophäe für GT-Fahrzeuge. Das wäre schon wichtig, dass wir die mitnehmen. Und hier haben wir den Dieter Kern aus Ransbach-Baumbach im Westerwald, der zugleich auch ein sehr guter Formel-3-Fahrer war. Der hatte nämlich auch ein Renault Formel-3-Werksauto. Damals hat Renault Sport in Köln-Brühl sogar eine eigene Abteilung gehabt mit eigenen Formel-3-Autos, Chassis aus Frankreich, Motoren auch gewartet in Köln. Dieter Kern war einer der Werksfahrer. In diesem Falle aber hat er mit dieser Alpine, die wir hier im Original sehen, diese Meisterschaft gewonnen. Ein geiles Foto. Ja, Selmer, guck mal, wie das Auto aushebt aus den Federn. Schau dir das bitte mal an, im vollen Drift, wie der sich aushebelt. Ne? Ein Bombenfoto. Also das ist ja, finde ich auch. Der Kern war auch ein richtig guter und lebt wie viele andere leider auch nicht mehr aus dieser Zeit. Und war im Westerwald sicherlich neben dem Udo Schütz die Racerfigur für die Fans überhaupt dort in der Region. Ja. Da gehörte, glaube ich, auch noch aus dem Westerwald dazu, aus Wirges, glaube ich, war noch aus der Helmut Döring, der einen Gruppe 1 Capri fuhr, mit gilden Kölsch-Werbung drauf. Ja, das waren diese berühmten Capris, Gartmann, Döring, die beiden, das war so ein Capri-Duo, die haben da richtig aufgestuhlt. Ja. So, das waren die drei Westerwälder. Udo Schütz, den besuche ich in 14 Tagen. Okay. Da haben wir uns verabredet, der lebt noch, ist 87. Dieter Kern nicht mehr und der Döring ist leider auch nicht mehr. So, Thema Westerwald. Ne? So, weiter. Jetzt sind wir bei 1972 angelangt und haben hier mit wilder Frisur Kollege Hans-Joachim Stuck. Hat er sich auch verkleidet, sag mal? Nee. So sah der aus damals. Ja. Das ist keine Karnevalsmaskerade, das ist Stuck, wie er leibt und lebt. Mit 21 Jahren. Da hat er immer so die Gedächtniskoteletten angesetzt. Auch das ein Nerpasch-Zögling übrigens. Ja. Und auch er mit Capri unterwegs in diesem Jahr. Das ist schon ein starkes Stück gewesen, was er damals gemacht hat. Denn er hat von 11 Rennen um die deutsche Rennsportmeisterschaft 10 gewonnen. Das ist das erste Jahr der deutschen Rennsportmeisterschaft. Und hier haben wir den Capri unten im Breitscheid beim Driften über die Brücke. So sah es aus. Drin sitzt der Herr Stuck, die Leute staunen, der Stuck lacht und alle wundern sich, dass der 10 von 11 Rennen gewinnt. Auto war natürlich ein Hammer. Unglaublich. Ziemlich überlegen, auch ebenbürtig mit BMW. Aber um diese Zeit war BMW noch nicht so gut mit dem Coupé. Das kam erst 73 dann richtig zur Geltung und da konnte Ford natürlich 72 alles gewinnen, was es im Tourenwagensport zu gewinnen gab. Europameisterschaft, Rennsportmeisterschaft und was weiß ich nicht. Ja. Tolle Geschichte. Wahnsinn, ja. Hans-Joachim Stuck, Rennsportmeister. War das erste Jahr der deutschen Rennsportmeisterschaft. Ins Leben gerufen von Jochen Nerpasch, von natürlich Bilstein-Chef Hugo Emde. Der durfte ja nirgends fehlen, wenn irgendeine Entscheidung gefallen ist. Habe ich dir ja schon mal gesagt, in diesem Bus war ja die heimliche Kommandozentrale des deutschen Motorsports, in diesem Renndienstbus. Da wurde auch übrigens diese Rennsportmeisterschaft geboren, in diesem Bilstein-Renndienst-Servicebus. Diese Meisterschaft ist dort geboren worden. Da waren beteiligt der Mike Kranefuß, der Jochen Nerpasch, der Hugo Emde und ich glaube auch noch eine gewisse Anzahl an Journalisten. Und das war also so Gemeinschaftsarbeit. Das hat man einfach so zusammengebastelt und gebaut und gesagt, es muss hier was geschehen. Und dann kam eben das raus und es war nicht das Schlechteste. Nö, das stimmt. Das ist eine Zeit, an die wir immer gerne zurückdenken. Kollege Uwe Mahler hat übrigens ein wunderschönes Buch geschrieben. Dazu, die geile Zeit, kennst du auch. Das zum Glück nochmal wieder aufgelegt wurde. Das war ja lange vergriffen und jetzt haben sie nochmal eine Auflage hinterher geworfen. Ja, und der leider schon viel zu früh verstorbene Gustav Büsing war natürlich dazu gleichen Teilen auch beteiligt.
Tolles Buch. Jeder sollte das in seinem Bücherschrank haben. Dann bleiben wir noch mal in diesem Jahr und haben hier noch einen Rundstreckenpokalsieger. Deutscher Rundstreckenpokal mit BMW 1972. Der Mann heißt Helmut Rösser. Ich kann da nicht viel zu sagen. Ist nämlich irgendwie von mir nicht so genau beobachtet worden, muss ich gestehen. Ich habe mich mehr um Rennsportmeisterschaft gekümmert. Und diese zweite Liga, naja, ich hätte schon ein Auge drauf haben müssen, habe es aber nicht gehabt. Aber trotzdem haben wir den Mann gefunden und dazu auch sein Auto. So sieht's aus. Das ist ein BMW 2002 und die Aufnahme stammt aus Mainz-Finthen. So, nächster Fall. Ach, Dieter Glemser. Da sind wir wieder bei Ford in Köln gelandet und hätten hier den Herrn Glemser, einer der Rekordmeister in der DRM, Deutsche Rennsportmeisterschaft. Ich habe doch das letzte Mal erzählt, dass er mir sowas in die Hand gedrückt hatte. Oh ja, mit Autogramm. Mit Toll. Autogramm und da steht das alles drin. Eieieiei, wunderschön. Was ist denn das für ein Titel? Zeig mir das nochmal bitte. Was steht denn da oben? Was ist denn das? Dieter Glemser auf Ford. Ah, das ist eine Ford-Werbebroschüre. Ja, ich glaube, ja. Ja, es ist ein Capri und Unterschrift vom Dieter, keine Frage. Genau, ja, und da steht nochmal hier die ganze... So was gab es, habe ich nie in der Hand gehabt. Hier mit Jochen Nerpasch und so. Toll. Und hier nochmal die technischen Daten vom Auto. Ja, wunderbar. Ich habe das nie gesehen. Da bist du ja besser als ich und ich habe schon viel hier gehabt. Ne? Bin ich gut ausgerüstet. Habe ich noch ein Autogramm? Jawohl, aber es ist alles mit Capri. Wir reden aber jetzt hier mal erst über den Escort. Ja, ich weiß. Und zwar Escort RS 1973. Hier haben wir ihn. Und zwar ist das der erste Titel für Erich Zarkowski. Gott hab ihn selig. Ja. Dieter Glemser hat ihm die erste Rennsportmeisterschaft beschert. Mit einem Zackspeed Escort, den wir hier sehen im Bild. Auch eine Aufnahme aus Mainz-Finthen 1973. Das ist das Originalmeisterschaftsauto. Mit dem Originalfahrer auch drin. Sieht man am Helm übrigens auch. Stimmt, ja. Die eingefleischten Fans kennen diese Helme sowieso alle und würden mir sofort sagen, da sitzt ja ein anderer drin. Aber in dem Fall sage ich mit 1000%iger Sicherheit, da sitzt der Glemser drin. Jawohl. Es gab noch mal ein gleich lackiertes Auto. Ich weiß gar nicht, wer das noch hatte von den Fahrwerksfahrern oder vielleicht war sogar ein Privatfahrer, aber das ist das Glemser-Auto. Da steht zwar Schwabengarage, nee, da steht Radio Luxemburg dran. Im Folgejahr stand dann Schwabengarage vorne drauf. Ah, okay. Aber RTL war auch Sponsor in diesem Jahr übrigens, gell? Ja. Das hat eingefädelt der Frank Elstner, der damals noch bei RTL Radio war um diese Zeit. Da haben wir noch nicht an RTL Fernsehen gedacht, gell? Richtig. Und auch nicht an Dschungelcamp und solche Sachen. Schade eigentlich. Da habt ihr das Dschungelcamp noch im Fahrerlager veranstaltet. Ja. Aber es gibt jetzt wieder Formel 1 bei RTL dieses Jahr. Sieben Rennen werden übertragen. Eine ganze Menge sogar, ja. Habe ich große Freude. Ja, das stimmt. So, auf geht's, weiter hier. 1973 gab es auch einen Rundstreckenpokalsieger, wie auch schon Dieter Kern, 72 gezeigt oder 71. Hier haben wir jetzt jedenfalls einen aus dem Jahr 1973 und das ist mein alter Renault 5-Gegner Peter Brandt aus Celle. Gegen den bin ich noch Renault 5 gefahren 1975. Okay. Das ist ein ganz lieber und das Allerschlimmste ist, ich habe keinen Kopf von ihm gefunden. Das tut mir jetzt wahnsinnig leid, aber ich kann Ihnen den Peter Brandt als Typ nicht vorführen, aber ich kann Ihnen sagen, ein hochseriöser Rennfahrer, einer fast wie aus dem Bilderbuch. Liebenswürdiger Mensch, fair, ehrlich, einfach ein guter Typ. Und ich habe die Anwesenheit von ihm sehr genossen, auch im Renault 5-Pokal. Wir hatten viel Freude miteinander in dem Cup und ja, er hat mir ein paar Mal beim Schieben geholfen, also nicht beim Scheißen, das heißt ja auch Schiebung dann, aber in dem Fall beim Schieben. Windschatten verlängern, schneller werden als alle anderen. Da war er ein ganz braver Soldat damit. Beim Bescheißen hat er dir nicht geholfen. Du bist ich habe nie beschissen. Gell? Wie kommst du denn darauf? Im Renault 5 Cup hat überhaupt niemand betrogen. Gell? Frag mal den Harald. Ja, Harald Groß, wollte ich gerade sagen. Ich habe so ein Kurzvideo jetzt rausgeschnitten oder letzte Woche gestellt. Da hat er gesagt, dass ich weiß gar nicht, was die immer wollten. Das Auto war fast sauber. Fast sauber, ja. Ich habe ja eure Live-Show da mit großer Freude mir reingezogen. Ja. Er hat aber nur die Oberfläche erzählt. Er hat ja noch gar nicht alles erzählt. Hat er noch nicht, da müssen wir nochmal tiefer gehen. Den Rahmen abgeschöpft, aber was drunter noch war, hat er nicht erzählt. Da war noch viel mehr. Also da müssen wir noch mal irgendwann nochmal schürfen. Übrigens für neu zugeschaltete Zuschauer und Hörer oder User oder wie immer wir das nennen wollen oder Nutzer jetzt unseres Videos. Ich bin nicht betrunken, gell? Ich habe nur eben diese völlige Fliege an, weil Karnevals Donnerstag hier ist im Rheinland und
Das nur mal zur Erklärung, falls sich einer da später eingeschaltet hat. Ja? Okay, alles klar, ja. Das ist wie im Fernsehen. Das ist das Gute, bei YouTube gucken Sie es von Anfang an, die Leute. Ja, man weiß es ja nicht, wer wo an, wie anfängt und denkt, das um stimmt, Gottes da hast du recht. Der Braun also recht. Völlig betrunken. Ja. So, ja, das ist also Peter Brandt, den wir hier auf der Rundstrecke sehen. Und leider Gottes haben wir von ihm kein Foto. Dafür haben wir aber ein Bild von Dieter Glemser, der zum zweiten Mal deutscher Rennsportmeister geworden ist. Und zwar gleich im Jahr drauf, 1974. Wieder mit einem Zackspeed Escort, hier im Gespräch mit Thomas Ammerschläger, Ford-Ingenieur von Gottes Gnaden, ja, der alles gemacht hat bei Ford, was man in Sachen Fahrwerk vor allem und Motor machen kann. Also das war schon ein richtig guter. Mit dem hast du ja auch schon einen Podcast. Da habe ich auch schon einen Podcast und ich habe mich gefragt, wer das ist hier auf dem Bild. Und da habe ich so kurz gedacht, könnte er sein, aber das hätte ich nicht gedacht. Thomas Ammerschläger. Ist Thomas Ammerschläger, der ein gutes Stück Ford Motorsport-Geschichte mitgeschrieben hat. Wie übrigens dann auch bei BMW, wie du weißt. Ne? Bei BMW hat er ja zum Beispiel nachher auch Serienfahrwerke entwickelt und so. Also der hat viel gemacht, ja. So, also du siehst, wir haben hier nur Figuren, die Geschichte geschrieben haben. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, jetzt haben wir den Zackspeed Escort des folgenden Jahres. Das ist jetzt eine andere Lackierung. Da ist immer noch RTL Partner. Die Schwabengarage ist da noch dazugekommen und das Auto hat jetzt ein bisschen anderes Aussehen. Und ich glaube, hinter ihm, also ich bin mir nicht sicher, entweder ist es Obermoser oder Dieter Basche. Einer von beiden ist der Verfolger im Europamöbel BMW 202. Ah, okay. Ich glaube, aus diesem Jahr 74 stammt auch jener Schreckensfluch mit Arcus Air vom Österreichring nach Köln sollte der Flug gehen, nach einer Ford-Präsentation. Und in dem Flieger saßen der Dieter Glemser, der Mike Hanefuß, ich glaube auch der Rainer Nistel, der damals Ford PR-Chef war und noch so ein paar Artisten. Und man wusste ja, dass Arcus Air Wildwestpiloten beschäftigt. Und die haben also richtig Vollgas gegeben. Die sind auch in jedes Unwetter reingeflogen, wenn es sein musste. Jedenfalls da wurde nun diese Cessna von einem Hagelunwetter getroffen. Ui. Und die Maschine musste notlanden in Stuttgart. Weil das Ganze, die Tragflächen waren zerschlagen, zerbombt sozusagen. Überall waren Löcher drin. Und okay, während dieses Flugs hat der Dieter Glemser neben dem Mike Hanefuß Todesängste ausgestanden. Die hätte ich auch ausgestanden, sowieso, weil ich sowieso Flugangst habe. Aber das muss ganz fürchterlich gewesen sein. Und habe dann gesagt, bei einem Absacker über mehrere hundert Meter in ein Luftloch, vom Winde auch geschaukelt und gebeutelt, Mike, wenn wir jetzt abstürzen, wird der Basche Meister. Und deswegen glaube ich, das ist der Basche hinter ihm. Fast punktgleich um diese Zeit. Okay, wenn das also ich kann es sogar noch derber formulieren. Das Zitat ist überliefert wie folgt. Mike, scheiße, wenn wir jetzt runterfallen, wird der Basche Meister. Das sind noch echte Sportsoldaten, oder? Ja, die das sage ich dir. Also sie sind nicht runtergefallen, sie sind normal gelandet in Stuttgart, mussten allerdings dann per PKW weiter nach Köln. Die Maschine war nicht mehr fluchttauglich. Haben sie wahrscheinlich gerne gemacht. So sieht's aus. Ja. Also das ist nur mal so nebenbei. Es fällt mir ja immer irgendwas ein. Ja. Zu jedem Bild hätte ich eine Geschichte. Wir würden hier vermutlich 3 Stunden aufnehmen. Und wir können uns ja immer auf andere Videos referenzieren. Wir haben ja zu Arcus Air haben wir ja auch schon was gemacht. Das hier habe ich ein besonders scharfes und großes Bild nun vom Dieter Meier, der 1974 in einem Alpha GTA Rundstreckenpokalsieger geworden ist. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich habe weder einen Kopf von Dieter Meier noch ein gescheites Bild gefunden. Also mit so einem Alpha ist er gefahren. Wahrscheinlich ist sogar sein Auto. Okay. Naja, ja, tut mir leid. Gell? Man kann ja auch nicht alles haben. Man kann ja nicht alles haben. So, wie gesagt, kein Kopf vom Herrn Meier, dafür aber vom Herrn Heyer. Das reimt sich jetzt sogar. Ja. Kein Kopf von Herrn Meier, aber dafür einer von Herrn Heyer. Richtig. Mit Hut, mit seinem Nürburgring-Kumpel und unser aller Freund Lucky Scheuer, den wir leider auch nicht mehr unter uns haben. Das ist ja ein Stück Nürburgring, ein Original von Gottes Gnaden hier am Nürburgring gewesen über viele Jahrzehnte. Ja. Der Hans steht hier bei ihm im Stile eines Champions, der in die Ferne schaut unter seinem Hut und sich sagt, ihr könnt mich alle mal, ich habe das Ding. Ihr könnt mich alle mal. Ich behalte heute den Schlafanzug sogar an beim Rennenfahren. Ja. Das wäre ganz egal. So, das ist 1975, Hans Heyer, deutscher Rennsportmeister, der dritte Titel in Folge für Zackspeed, wieder mit dem Escort RS. Und so sah das Meisterschaftsauto aus.
ganz neue Lackierung, ganz neue Karosserie, alles neu, alles besser, alles mehr, auch ein bisschen mehr Hubraum. Alles in allem ein Auto, das kaum zu schlagen war. Dauerfade Peier Ludwig für 2 Jahre, 75 und 76. Die beiden Autos haben alles unter sich ausgemacht. BMW hat selten nur gewonnen, meistens Peier oder Ludwig. Das war schon eine faszinierende Geschichte mit den beiden, über diese beiden Jahre. Und auch sich gegenseitig zu belauern und mit Tricks und Kniffen zu arbeiten und das alles zu beobachten, dann als Rennberichterstatter und als Streckensprecher und was weiß ich nicht noch alles. Das hat schon Freude gemacht. Ja, da war schon Power dahinter. Das glaube ich. Ja, also für Erich Zarkowski der dritte Titel, für Hans Heyer der erste Titel. Und dann sind wir schon im Jahr 1975 angekommen und da sehen wir als Rundstreckenpokalsieger, wir sind noch in 75, ne? Hier waren wir Heyer Rennsportmeisterschaft und jetzt sind wir beim Rundstreckenpokal 1975. Den hat Edgar Dören gewonnen mit einem Porsche Carrera RSR. Da durften auch GTs mitfahren. Das hieß dann nicht mehr Tourenwagen-Rundstreckenmeisterschaft, sondern es hieß Rundstreckenpokal, offen für GT und Tourenwagen. Edgar Dörn ist der Champ gewesen und hier ist er auch in großer Not am Nürburgring, wenn man das so richtig sieht. Oh ja. Einige in großer Not. Der Carsten Krome, der Kollege Krome aus Bielefeld zugestellt, weil ich da auch in Not war und kein richtiges Bild hatte. Und das sage ich nochmal auch an ihn. Danke. Das ist wohl aus der Familie Holub, das Bild. Er hat es mir dann nochmal aufbereitet und geschickt. Also danke, sonst hätte ich kein Bild gehabt. Tolle Geschichte. Weniger für den, der da jetzt quer da drin sitzt und da den Rest auf sich zukommt. Die bremsen alle kräftig, wie man sieht. Ja, kannst du froh sein, dass da keiner an die Seite ballert. Ja. Ja. Dann kommen wir gleich zum Jahr 1976 und haben die vierte Rennsportmeisterschaft in Folge für Ford und auch für Zackspeed. Viermal Escort hintereinander, gell? Musst du dir vorstellen. Gell? 73, 74, 75, 76. Das war eine gute Zeit. Zweimal Glemser, zweimal Heyer, viermal Zackspeed. Weißt du Bescheid, ne? Ja, und der Mann aus Mönchengladbach lacht sich krumm und sagt sich, wir hatten alles wunderbar im Griff. So, hier ist nochmal sein Auto. Nochmal leicht im Design geändert. Dürfte Diepholz sein. Das ist übrigens die Rennstrecke, wo er mal rückwärts losgefahren ist, gell? Rückwärts? Ja, aus Versehen. Also, aus Versehen ist der mal in Diepholz rückwärts losgefahren. Ich kann mich nur an 2 Fälle erinnern, wo Rennfahrer beim Startsignal aus der ersten Reihe rückwärts losgefahren sind. Das war einmal in Wunsdorf, der Dieter Kern mit dem Formel 3 Renault. Das war zum anderen eben der Kollege Heyer in Diepholz. Beide Male habe ich am Mikrofon gesessen und mich zu Tode erschreckt, aber es hat nicht geknallt. Es hat niemand den Rückwärtsfahrer getroffen. Die anderen sind ja alle vorwärts gefahren. Ja. Weißt du, wie das kommt mit dem Rückwärtsfahren? Ich kann dir das genau sagen. Du fährst an deinen Startplatz in die Linie, so, und dann sagt der Rennleiter, ist zu weit, du musst wieder zurück. Dann legt er den Rückwärtsgang ein, fährt zurück ein Stück und bleibt stehen und vergisst den Rückwärtsgang rauszunehmen, ist auf die Ampel fixiert und wenn es losgeht, fährt er rückwärts. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe es in letzter Sekunde gemerkt. Bei mir. Stell dir mal vor. Ich bin auch mal am Nürburgring mit dem BMW, glaube ich, zu weit in der Startaufstellung nach vorne gefahren. Und der Rennleiter hat ein bisschen zurück bis hier über die vordere Linie. Damals hat man noch nicht diese Startboxen, sondern nur Linie, immer für die einzelnen Reihen und eine Nummer. Und da bin ich auch leicht drüber, bin zurück und habe den Rückwärtsgang aus Versehen drin gelassen. Und gucke nochmal auf den Schalthebel in letzter Sekunde und sehe, dass der auf rückwärts steht und habe ihn raus schnell in den ersten rein. Stell dir das bitte mal vor. Stell dir mal vor, du gibst Vollgas rückwärts mit fliegender Kupplung und die von hinten kommen vorwärts. Das ist also das. Und deswegen weiß ich, wie das mit dem Rückwärtsfahren passiert. Die sind weder betrunken noch sonst wie blöd, sondern es ist einfach, du bist so fixiert auf Ampel oder Fahne, dass du da das vergisst, dass du da einen Gang noch rausnimmst. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. So, nächster Fall. Wer ist das? Im gleichen Jahr gab es auch eine Rundstreckenmeisterschaft. Und diese Rundstreckenmeisterschaft, also so eine Art zweite Liga unterhalb der Rennsportmeisterschaft, hat ein Mann namens Weiß Heidinger gewonnen, mit Vorname Johann oder auch salopper gesagt Bastel. Bastel. Bastel Weiß Heidinger.
hatte einen Opel Commodore GS, den ich jetzt hier im Bild zeige. Das ist eine Aufnahme am Nürburgring. Das ist ein wunderschönes Tourenwagenrennen. Es könnte der große Preis der Tourenwagen sein. Es könnte aber auch ein Europameisterschaftslauf für die Gruppe 1 sein im Vorprogramm des GP der Tourenwagen. Denn diese Autos sehen alle nach Gruppe 1 aus. So hieß das damals, also Serientourenwagen. Und wenn ich das richtig sehe, ist da sogar unser Europamöbel Escort Gruppe 1 von Karl Mauer und von mir. Denn wir sind da mitgefahren bei diesem Rennen. Ja, das stimmt. Dahinter ist Europa. Dritter oder Vierter geworden. So, okay. Der Bastl Weiß-Heidinger ist ein ganz besonderer Mensch, denn er gehört zur Untergrundtruppe von Opel, die den Opel Motorsport jahrelang im Untergrund betrieben haben, ohne dass es die hohe Direktion wusste. Die haben es geahnt, aber sie haben es nicht geglaubt, dass es sowas gibt. Die haben da im Untergrund ihre Motoren gemacht und ihre Opel-Rennautos, ob Kadett, ob Ascona, ob Rekord oder auch Commodore, das waren die Männer, die den Opel Motorsport mal auf die Schiene gesetzt haben. Der gehört dazu, Bastl Weiß-Heidinger. Okay. Echter Bayer, guter Typ, sensationell. Musste jetzt mal gesagt werden. Gell? Ja, super, ohne die Weiß-Heidingers bei Opel hätte es diesen Opel Motorsport nie gegeben. Ich schwör's dir. Gut zu wissen. Ja. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das ja alles hautnah miterlebt. Ne? Ja. Die geheime Ausfahrt in der Weißenauer Straße in Rüsselsheim, wo sie die ganzen Prototypen zwischen Zeiten zu herausgelassen haben. Ja, man musste das ja wissen damals für die Zeitungsgeschichten. Gell? Na eben. Da wurde ich dann immer zu Opel in die Direktion zitiert, Braun, woher wissen Sie das? Sag ich weiß gar nichts, es ist per Zufall mir irgendwie so zugespielt worden. Zugeführt, ja. Zugeführt worden, ja. Ich war der meistgehasste Journalist damals bei Opel in Rüsselsheim. Für den Lokalbereich, weil ich alles aufgedeckt habe. Und keinen ans Messer geliefert. Keine Namen genannt, nur immer alles verborgen, versteckt, verdeckt, aber berichtet, wie sich's gehört. Weil ich konnte ja die Leute nicht ans Messer liefern, die da Motoren bauen. Die werden ja alle entlassen worden. Das kannst du ja gar nicht vorstellen. Ja, wenn du da Namen nennst. So, 1977, Rennsportmeisterschaft. Der erste große Titel für Rolf Stommelen, übrigens auch der einzige. Ist der einzige offizielle Titel, den der Rolf je gewonnen hat. Musst du bitte mal vorstellen. Stimmt eigentlich, ja. Ja, deutscher Rennsportmeister 1977, sein einziger Titel. Ja, krass. Weil der hat wahnsinnig viel gewonnen, der Rolf. Ja. Aber einen richtigen Titel, den hat er nur 77 gewonnen. Deutsche Rennsportmeisterschaft. Das war das große Finale gegen den Bob Wolleck am Nürburgring. Kleine Schleife, Betonschleife genannt. 30.000 Zuschauer, das Ding ist fast aus den Nähten gebrochen. Ich werde das nie vergessen. Ein mit großem Brimborium angekündigt, das Endduell, Finale-Duell, Rolf Stommelen. Los, Team gegen Bob Wolleck, Krämer-Team. Das hat natürlich den Kölnern hier gepasst. Gell? Da sind sie aber in Scharen hingepickert. Das wollten sie wohl schon sehen. Ne? Ja, die beiden verfeindeten Kölner Rennställe, die dann 77 im Finale antreten, wo es wirklich um die Wurst ging. Ja. Halleluja. Ich sag dir, da war was gebacken. Ja. Und das Ganze löste sich in Wohlgefallen auf. Nach zwei Runden war klar, der Rolf gewinnt das Haus hoch. Hat geregnet, werde ich auch nie vergessen. Gell? HC Main, Veranstalter, Supersprint, Nürburgring, Bilstein, Großsponsor, natürlich dürfen ja nirgends fehlen. Natürlich nicht, ja. Teamchef Georg Loos, Rolf Stommelen, Titelgewinner. So sieht's aus. Nicht schlecht. So, und hier ist das Auto dazu. Mit einem solchen Auto ist der Rolf Meister geworden. Bleiben wir nochmal bei 77, da haben wir sicher noch was. Da haben wir nämlich den guten Freund Walter Struckmann aus Stadthagen in der Nähe von Hannover, gleich um die Ecke vom Flughafen. Der Walter Struckmann hat mit einem Scirocco die Deutsche Rundstreckenmeisterschaft gewonnen. Das hieß dann mal zwischendurch wieder Deutscher Rundstreckenpokal. Das Besondere daran waren zwei Dinge. Erstens, dass der Pilot Walter Struckmann im Zivilberuf Gefängnisaufseher war. Oder auch Schließer, wie man so schön sagt. Er hat also die schweren Jungs beaufsichtigt, weggeschlossen, rausgelassen, reingeschoben, wieder in die Zelle zugemacht, Feierabend. Ja, einmal noch durch die Luke geguckt und ja, fertig. So. Und wenn er dann seinen Dienst beendet hatte, freitags kam er zur Rennstrecke, bestieg diesen Scirocco und fuhr damit in 10 Rennen zu 10 Siegen. Okay. Ist auch ein starkes Stück, ne? Unglaublich, ja.
Kollege, ich sehe doch der Name hier sogar an der Seite, kann man wunderbar sehen. Ja. Ich glaube, es war ein VW Scirocco aus dem Rennstall Müller Tuning, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, steht auf jeden Fall drauf. Müller Tuning. Ja, steht's drauf? Ja, oben am. Wo denn? Ich sehe es gar nicht. Oben auf der Scheibe. Ah, auf der Scheibe, okay, ja. Gut. Also habe ich richtig erinnert. Ne? Das, wie gesagt, war glatter Durchmarsch, 10 Starts, 10 Siege. Kollege Struckmann dann ganz im Pokal und ab wieder zurück in den Nass. Ne? Dem geht es immer noch gut. Der schickt mir manchmal hin und wieder mal eine WhatsApp. Oder der hat eine junge Frau geheiratet vor ein paar Jahren, ein paar vielen Jahren. Ja. Und die hält ihn auf Trab und alles gut. Und weißt du was, mit dem bin ich immer mal wieder in Kontakt. Und wir wollten eigentlich immer mal was aufnehmen, aber er wollte immer seinen ehemaligen Mechaniker dabei haben, weil er sagt, an ein paar Sachen kann er sich nicht erinnern und wir haben noch keinen Termin gefunden. Aber ich glaube, mit Walter Struckmann, da muss ich mich jetzt nochmal wieder hinterklemmen. Jetzt, also das nehme ich jetzt zum Anlass und mit dem mache ich mal was. Der muss über 85 schon sein. Ja, der ist, ja, genau. Und der ist noch richtig fidel und fit. Gell? Ja, absolut. Der ist ja großer Fußballfan. Ja, auch noch, obendrein. Fiebert also, er immer mit seinem Verein mit. So, Thema Struckmann. Nächster ja. Fall. 1978, Rennsportmeisterschaft. Harald Erpel, Schnitzer BMW. 3:20. Hier die Siegerehrung beim Finallauf am Nürburgring. Überreicht Bilstein-Renndienstchef Hugo Emde dem Harald das Geschenk für den Titelgewinn. Ein Bär, ein Bilstein-Bär, einer von 100. Ja, wird er sich gefreut haben. Da hat er sich sehr gefreut. Das ist das Geschenk von Hugo Emde für alle, vor allem für den Harald Erpel, der mit Sachs-Dämpfern Meister geworden ist. Genau. Das war natürlich für den Hugo eine bittere Pille, aber ja. Er hat das mit sehr viel Souveränität überstanden und hat ihm ganz charmant hier einen Bilsteinbär überreicht. Ja, hat er doch gut gemacht. Harald Erpel. Und hier haben wir, das ist das Erpel-Auto und da steht nur dick und fett Sachs-Sporting drauf und das hat der Hugo nun das ganze Jahr Tränen in den Augen verfolgt, aber hat gute Miene zum bösen Spiel gemacht am Ende und so gehört sich das auch, dass ja. Man als guter Verlierer dann doch sehr souverän die Dinge verarbeitet und vielleicht auch noch ein Geschenk überreicht in Gestalt dieses Bären. War ein Schnitzerauto, war eine ziemlich harte Saison für den Harald. Es stand nicht gleich fest, dass das ein Durchmarsch wird, aber er hat sich durchgesetzt und hat eifrig Punkte gesammelt, das ein oder andere Rennen gewonnen. Es war insofern auch schwierig, weil da fuhr der Manfred Winkelhock auch noch ein BMW 320 Turbo. Da waren richtig wilde Buben unterwegs und das war kein leichter Gang für den Harald. 1978 gab es auch noch eine deutsche einen deutschen Rundstreckenpokal. Da gab es 10 Rennen und da hat einer 9 gewonnen davon. Ähnlich wie der Herr Struckmann hat das auch der Klaus Nitzwitz gepackt. Das ist noch ein Jugendbild von ihm. Stammt genau aus diesem Meisterschaftsjahr 1978. Da begann gerade eine zarte Partnerschaft mit Ford. Da war er schon der Zögling vom Mike Kranefuß, der sich ein bisschen um ihn gekümmert hat und ihm auch einen guten Capri Gruppe 1 zur Verfügung gestellt hat, mit dem er diese 9 Siege in 10 Rennen erreicht hat. Und das ist so ein Capri. Es ist nicht original das Nitzwitz-Auto, aber es ist jenes Auto, mit dem der Klaus Nitzwitz zusammen mit Klaus Ludwig und Dieter Gartmann das 24-Stunden-Rennen 1978 gewonnen hat. Ja. Das ist das 82er, Entschuldigung, 78 Nitzwitz Rundstreckenmeister mit dem Capri und 82 mit dem Capri Gewinner des 24-Stunden-Rennens. So ist es. Und das ist das Siegerauto vom Nürburgring von 82 mit Gartmann, Ludwig und Nitze. Und hier haben wir auch dieses Gildenkölsch, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Diese Autos wurden im Zweierpack gefahren von Dieter Gartmann und von dem zweiten Capri-Piloten aus dem Westerwald, aus Wirges, wie schon erwähnt. So, jetzt sind wir hier nochmal gelandet bei Edgar Dören. Und zwar sind wir jetzt in 1979 angekommen. Das heißt, wir sind jetzt 79. 79, ja genau. 79 haben wir noch die Rennsport-Trophäe. Und die hat nochmal der Edgar Dören gewonnen, nochmal mit einem Carrera. Da haben wir nochmal das Bild. Und hier haben wir auch nochmal das Bild dazu aus Zolder, 1934. 1939. Habe ich 1934 gesagt. Also ja. Ich bin doch schon dem Karneval zum Opfer gefallen. Bist du doch betrunken, was? Ja, will gar nicht wissen, was da drin ist.
Also Porsche 934, das ist ein GT-Auto, ist hier im Feld platziert, ziemlich vorne. Ja, das ist also die GT-Trophäe für GT und Tourenwagen von 79. Und jetzt merke ich gerade, dass wir natürlich noch das Wichtigste vergessen haben, nämlich die 79er Rennsportmeisterschaft. Eben. Das ist natürlich ganz wichtig deshalb, weil das eines der ganz großen Jahre des Klaus Ludwig war. Ja. Der Klaus hatte ja nach seinem Formel-2-Abenteuer mit Kausen einen gewissen Tiefgang. Und es gab da mal eine Phase, da fiel es ihm schwer, irgendein gutes Team zu finden. Keiner wollte auch so recht. Und er hatte auch wirklich Probleme, da wieder Anschluss zu finden an ein Spitzenteam. Und dann irgendwann gab es doch diese Vereinbarung mit Krämer. Und es kam das Jahr 1979 nach dem Übergangsjahr mit los. Eben 79 Krämer, der neue K3, das Wunderauto, der Wunder-Porsche. Damit hat er von den 11 DRM-Rennen oder 12 bis auf 2 alle gewonnen. Auch ein Riesendurchmarsch und vor allem der erste Le Mans-Sieg im gleichen Jahr. Deswegen würde ich sagen, 1979 war eines der erfolgreichsten Jahre von Klaus Ludwig überhaupt und hat eine ziemlich unangenehme Zeit für ihn beendet. Ja, das stimmt. Das erzählt er auch bei mir im Podcast übrigens. Ja, also da war er, glaube ich, froh und glücklich und die Fans haben ihn wieder lieb gehabt und alles war gut. So, jetzt sind wir bei 1980 angelangt. Und da hat nun der Hans Heyer seine große Revanche gestartet. Dazu muss man wissen, da gibt es einen politischen Hintergrund. Der Hans Heyer wurde 1980 zum dritten Mal Rennsportmeister und zwar nicht mehr mit Ford. Seit 7, 8 Jahren Ford, plötzlich Lancia. Warum? Weil der Hans stocksauer war, dass er als der den Capri, den Supercar, den Turbo Capri entwickelt hat und Teile des Super Turbo Capri, nicht den Zuschlag bekommen hat, für 1980 dieses Superauto auch zu fahren, sondern der Klaus Ludwig, der wieder zuvor zurückgekehrt ist, nach einem ziemlichen Gemetzel mit Krämer, nach einem rechtlichen, und eben wieder bei Ford gelandet ist, wo er auch schon mal vorher lange Zeit war, und diesen Super Capri bekam. Und der Heyer war derart empört darüber, dass er sich gesagt hat, gut, dann machen wir das jetzt anders. Dann gehe ich woanders hin und schlage den Ludwig und werde selbst Rennsportmeister, wie sich das gehört. Wobei er natürlich eine gute Portion Glück gehabt hat. Denn A, hätte der Klaus Ludwig normalerweise auch 1980 diese Meisterschaft gewonnen mit dem Super Capri, wenn er nicht 2 Resultate verloren hätte wegen eines zu breiten Heckflügels, über den lange gestritten wurde, hin, her, vorwärts, rückwärts, disqualifiziert, nicht disqualifiziert, Protest gegen Protest, vorwärts, rückwärts. War ein Riesenzirkus, am Ende fehlten 2 Resultate. Finale Entscheidung, Heyer Meister, Ludwig Vize. Aber eigentlich wäre es der Klaus gewesen, wenn man diese Resultate alle hätte werden können, die er eingefahren hatte. Ja. Er hatte 5 oder 6 Siege mit dem Auto. Ja. Also Nummer. Und dazu muss man noch sagen, dass der Hans noch einen Riesenmassel gehabt hat im Endlauf, denn da ging es noch um Stuck auch noch, der mit dem Schnitzer BMW 320 auch noch in der Verlosung war für den Titel. Und ich glaube, der Stuck hat irgendeinen Fehler gemacht. Und der Heyer, so hat er mir es mal erzählt, ist winkend an ihm vorbeigefahren und hat gesagt, vielen Dank, Strezel, jetzt hast du mir die Meisterschaft geschenkt. So ungefähr muss es gewesen sein. Ja. So, und da ist das Meisterschaftsauto, der Lancia. Ja. Ein Beta Monte Carlo Turbo. Ja. Das ist ein Bild vom Finale in Hockenheim 1980, eben dieser Schlusskampf Stuck gegen Heyer. Der Klaus war da wohl schon raus aus der Nummer, weil man da schon wusste, dass er die Resultate verliert. So sieht's aus. Schönes Auto. Das lief noch alles unter dem großen Management von Domingos Piedade. Großer Kumpel vom Hans. Und die beiden, ein Herz und eine Seele, haben viel zusammen gemacht, erlebt, erreicht, gewonnen. Tolle Geschichte mit den beiden. Im gleichen Jahr gab es noch eine sogenannte DRT, das heißt Deutsche Rennsport-Trophäe. Das ist da neu installiert worden. Da durften Touren- und GT-Autos fahren in verschiedenen Klassen. Und wer die meisten Punkte hatte, war der Sieger. Und dieser Sieger hieß 1980 Jürgen Hammelmann. Der fuhr einen Escort RS. Hier haben wir auch das Auto dazu. Da kriegst du immer Appetit, wenn du hinguckst, nämlich mit Tuck-Werbung. Tuck-Kekse, jawohl. Kekse! Immerhin hat der Jürgen Hammelmann mit diesem Escort reichlich gewonnen und hat
als Tourenwagenfahrer sich gegen alle GTs durchgesetzt, die da noch mitgefahren sind in den einzelnen Klassen, und hat den Titel für sich geholt. Irgendwo im Bereich, ja, wo kam der Jürgen Hammelmann her? Ich weiß gar nicht genau. Also auf jeden Fall NRW irgendwo. Der hat dann das als Sprungbrett auch genommen, um im Folgejahr in der Rennsportmeisterschaft einen Kunden-Cabri bei Zaxpeed zu fahren. Okay. Es war dieser bunt lackierte in Karo, mit Karo-Design, also immer Vierecke in verschiedenen Farben. Es war, ich glaube, das Auto war schwarz-gelb, schwarze Karos, gelbe Karos und so weiter und so fort. Okay. Vierecke. Gut. Was haben wir noch? Wir sind fertig. Wir sind fertig, Rainer. Wir sind fertig. Das war's schon. Ja, mehr habe ich nicht anzubieten. Das war 1971 bis 1980. Das ist jetzt unser Schlussbild. Ja. Und was bleibt, ist das Versprechen, dass wir 1981 bis 1990 als Folge 3 vorbereiten. Ja. Dass wir danach 1991 bis 2000 noch machen. Und danach, glaube ich, sollten auch Spätgeborene inzwischen wissen, wer von 2000 an bis heute so die wichtigsten Meisterschaften gewonnen hat. Sonst muss er mal nachschlagen. Wir wollen das dann schon beenden. Ich meine, 4 Folgen, das ist schon eine Menge Holz und eine lange Strecke und für mich viel, viel Arbeit, und das alles zusammenzusuchen. Ich wollte gerade sagen, das alles rauszusuchen und so. Also da bin ich dir auch wirklich dankbar und ich glaube, die Fans auch. Und ich meine, man hat jetzt mal gesehen, die Reaktion, da freue ich mich auch immer, dass die Arbeit so gewürdigt wird von dir. Ja, also ich kann nur sagen, mir macht Spaß, das alles nochmal Revue passieren zu lassen. Wenn du es selbst erlebt hast, macht das natürlich doppelt viel Freude und es fällt dir immer was ein. Aber das ganze Jahr über wollte ich das nicht machen. Ja. Nein, im Sommer beschäftige ich dich dann anders. Manchmal kommen mir die Augen so raus, die ohnehin immer viel sehen, bis ich da hier mich durchgewurschtelt habe durch meine Bilder. Und naja, im Moment bin ich gerade daran, mich um die DTT zu kümmern und um die DTC. Das sind die Untermeisterschaften unterhalb der DTM gewesen. Mhm. Denn wir kommen ja jetzt in das Fahrwasser der DTM, die ab 84 beginnt, also in unserer dritten Folge. Und da man nicht nur also Spitzensport treiben kann, sondern immer noch eine Untermeisterschaft haben sollte, wenigstens eine, die noch von großer Bedeutung ist, war das dann in diesem Falle die DTT und die DTC, die dann im Laufe der Jahre dazugekommen sind. Erst war es noch der Rundstreckenpokal, der noch eine Zeit lang mit der DTM parallel lief und später dann kam DTT und DTC. Hat sogenannte zweite Ligen dazu. Da wollen wir uns dann natürlich auch ein bisschen drum kümmern. Da gibt es große Beschaffungsprobleme, was die Köpfe angeht und auch die Autos. Ja, ich habe verschiedene Protagonisten dieser Zeit noch mit eingeschaltet und habe gebeten, mal bitte zu gucken. Unter anderem den Hans Niemann und seine Frau Brigitte, die damals diese Serien betreut haben. Also alle sind jetzt fleißig und gucken nach Bildern, nach Resultaten, auch die Meister muss ich zum Teil noch mühsam zusammensuchen, das ist alles nicht so einfach. Ja. Also Rainer, vielen, vielen Dank. Jetzt wissen wir mal, was da an Arbeit hintersteckt und ich freue mich wirklich immer wahnsinnig, was du da alles für mich und für uns Fans machst. Ja, ich kriege jetzt hier gerade die späte Strafe des Nichtbeachtens, weil ich habe mich immer nur um DTM gekümmert, also immer nur um Spitzensport, ja, und habe nie so richtig ein Auge gehabt zu DTT und DTC und jetzt kriege ich die Quittung, weil da habe ich ein riesen Wissensloch und jetzt muss ich das alles nacharbeiten. Ja, genau. Das mit fast 84, stell dir das mal vor. Ja. Das ist ja jetzt auch schon 30 Jahre her. Ne? Ja, eben. Na gut, also wir nennen die Namen gerne und so und vielleicht, wenn man in die Tiefe gehen will, dann die Fans, die wissen dann, wo sie die Infos herbekommen. Ja. Wir machen das schon, also die Fans mögen verzeihen, wenn das ein oder andere Bild nicht mehr aufgetrieben werden kann, aber ich erzähle dann was. Genau, das kriegen wir. Gut. Rainer, feier doch schön deinen Karneval zu Ende. Ja, gerne. Ich kann mir richtig vorstellen, wie deine Frau schon eine Bowle vorbereitet und gerade das Obst klein schneidet. Darf ich dir zum Abschied noch ein akustisches Signal? Ja. Ja. Die Akustik kommt hier gar nicht an. Ich weiß gar nicht warum. Aber was, warum? Ja. Du bläst nicht doll genug. Ja, hör mal, mir fliegt ja schon alles aus dem Mund raus. Also es pfeift auf jeden Fall. Gut, du siehst das Räuschen, ne? Ich sehe es natürlich. Ja, jeder weiß natürlich, was für ein Geräusch da kommt. Einer, herrlich. Wenn alles bei dir so funktioniert. Ja. Gut, mein Lieber. Vielen Dank. Kann ich auch hier diese Maskerade mal wieder abnehmen. Genau. Jetzt gehst du wieder in Zivil ins Wohnzimmer zurück. So, dass ich mich wenigstens ordentlich verabschieden kann. Ne? In diesem Sinne, Rainer. Ha. Ja. Gut, mach's gut. Vielen Dank für die Infos. Vielen Dank, dass du den Karnevalsspaß hier mitgemacht hast. Ja, gerne. Ein bisschen
Kölle Alarv-Feeling in unseren kleinen Podcast reingebracht hast. Ich sage danke für den sehr lustigen Part heute und das nächste Mal machen wir es wieder ernster, gell? Ja, genau, wird auch Zeit. Mach's gut, grüß deine Ja, Frau. nächstes Mal bettel ich nur noch mit der Fliege hier und sage, so war's. Also, mein Lieber, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Bis dann. Tschüss. Ciao. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.